Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu CNC Generals, wo wir jetzt die letzte Kampagne angehen, nämlich die USA-Kampagne. Und ich glaube, rein theoretisch spielen wir jetzt die Guten, aber mal gucken. General, I am Lieutenant Eva. I will serve as your comm officer for our campaign against the Global Liberation Army. We know the GLA have access to lethal biological weapons, and we have tracked these weapons to Baghdad. Our troops are assembled outside the city and await your orders, sir. Moment, die GLA hat jetzt schon einen Scud-Sturm? Okay. Gott, Mexican Standoff. Naja, nicht wirklich Mexican Standoff, aber... Belagerung von Bagdad, Tag 3, okay. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall einen ganzen Batzen Panzer. General, we must capture Baghdad and eliminate all GLA forces. Und wir haben auch noch eine Base, sehe ich das richtig? Die wir einfach nicht brauchen werden. Wir haben aber keine Mix mehr. Okay, nichtsdestotrotz, bauen wir mal zwei davon. Wir haben direkt einen General-Punkt. Ja, okay. Paladins aufwerten. Das sind bei den USA die Barracks, nehme ich an. Jawohl. Wo kommen denn die Mix her? Schön, dass die mir einfach die ganze Map aufdecken. Okay. Ah, hier oben sind Piloten gefangen. Okay. So, machen wir das erstmal so. Hier haben wir noch eine War Factory. Die War Factory kann auf jeden Fall mal einen Arschvoll-Paladin-Panzer bauen. Würde ich sagen. Nicht, dass wir die brauchen werden. Okay, das sind... Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich gleich keine Basis mehr. Die haben doch jetzt nicht ihre ganzen Zivilisten hier platt. Sind die total durch? Ihre eigenen Leute? Warum tun die das? Watch those clouds, men. Could be anthrax. General, Washington orders us to enter the mountains and destroy the enemy Scud storm. Okay. Civilian buildings are occupied by enemy troops. Assault!
Ernsthaft? Okay. Muss ich überhaupt was? Ich meine, es ist die erste Mission, okay, aber muss ich hier überhaupt was selber machen? So, schieß mal auf die Fässer bitte. Gar nicht, ob wir hier lang müssen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich können wir einfach. Oder? Theoretisch können wir doch jetzt einfach erstmal hier in einen unsere Piloten holen und dann sehen wir weiter. Die Jeeps kommen halt auch nicht wirklich weit. Jawohl, jetzt haben die alle noch die Drohnen, das habe ich völlig vergessen. Großartig. So, dann haben wir die erstmal aufgewertet und dann würde ich sagen, heizen wir jetzt einfach ganz stumpf ins Gebirge und wenn wir da so ganz stumpf hinkommen. Wirklich. Wo auch immer sie hochgeht. Das ist wahrscheinlich einmal ganz hinten rum eiern, würde ich schätzen. Ja, natürlich. Natürlich müssen wir das. Was macht die andere Drohne eigentlich? Zu spät. Ich weiß, dass das ein Conflicting Upgrade ist, aber ich wüsste, das ist einfach eine Scout-Drohne. Haben wir dann einen höheren Sichtradius oder... Steht das hier mit bei? Nein. Anywhere you say, sir. Mountain perimeter breach. Enemy closing. Lighten them up. This'll wake them up. Congratulations, General. You have been promoted. Fantastisch. Okay, ich lasse die erstmal hier sammeln, damit der eine, was ist denn das überhaupt, ein Humvee? Ja. Ist das eine Humvee nicht stumpf da alleine reinrauscht? Unit lost. Was auch immer das war. Ich dachte, ich habe da nur eine Spy-Drone hingeschickt, aber... Okay. Und wo verliere ich Einheiten? Was könnten die Drohnen sein? Müssen eigentlich die Drohnen sein. Das andere gibt keinen Sinn. Wie man das wahrscheinlich einfach locker in einem Viertel der Zeit schaffen kann, wenn man einfach nur hier oben hin irgendwie durchrauscht.
Und sich einfach einen Scheiß dafür interessiert, ob man aufräumt oder nicht. Aber ja, das Unit Lost werden total die Drohnen sein. Definitiv. Leider lässt sich auch sehr schwer rausfinden, wo noch Drohnen fehlen und wo nicht. So, komm, mach das Ding platt. Ach, wirklich? Noch eine Stinger-Zeit am Start. Und ich... Entschuldigung, das hätten wir halt auch vor 10 Minuten machen können. Also dafür hätte ich hier keine Einheiten hochschicken müssen. Gott, was für eine sinnlose Mission. Okay, die war echt lahm. Zumal man auch relativ wenig über die Einheiten lernt. Aber okay, passt schon. We have tracked terror cell leaders to Al Hanad in Yemen. We believe the leaders behind the Biowar attack are hiding in the city. Our Comanches are scouring Al Hanad, searching for these criminals. Okay. Wir suchen nach den Smooth Criminals und müssen mal wieder Piloten befreien. Okay, wir haben einfach ultra viel Stuff schon. Läuft. Das ist der eine Pilot? Okay. Okay, wo ist denn... Barracks Kraftwerke hier? Machen wir doch nochmal zwei Chinooks klar. Außerdem haben wir... Passt schon. Alright. Wobei die Map ist eh komplett aufgedeckt. Wir müssen tatsächlich mit wem oder was baue ich denn hier und wer bist du eigentlich? Colonel Burton, okay. Kann Colonel Burton schon was einnehmen? Haben wir Barracks, jawohl. Dann gib mir doch mal bitte Ranger. Missile Defender können wir uns, glaube ich, schenken. Und das hätte ich ganz gerne. Und ich baue hier mit den Dingern, dann hätte ich auf jeden Fall ganz gerne eine War Factory. Ist das die War Factory oder ist das das? Nein, ist das Command Center, ist das die War Factory, okay. Dann hätte ich gerne... jeweils drei davon. Und viel mehr bauen kann ich eh nicht, weil nichts freigeschaltet ist, okay. Also noch Piloten, oder? Ne, das sind keine Piloten, vergiss es. Das sind die ganz normalen Infanterieeinheiten. Sahen einfach ob der Helme ein bisschen so aus. Kann er hier irgendwas Fantastisches machen? Time Demo Charge. They're attacking our base. What? Heavy armor ready for action. Blow them wide open. USA armor. Unglaublich. Gut, dann bauen wir vielleicht einfach noch ein bisschen Verteidigung, wa?
Wie wär's denn damit? Kann der irgendwas Fetziges mit den Autos machen? Nicht wirklich, glaube ich, ne? Der wird halt einfach total aufs Maul kriegen und dann ist er tot. Oder auch nicht. Vielleicht ist er auch total der Schinken und haut voll rein. Nehme ich. Okay, gruppieren. Ob ich die jetzt nicht mehr gruppiert habe, ist natürlich eine gute Frage. Oh Gott, und dann haben wir... Ja, okay, nehmen wir so. Fertig gruppiert. Du nimmst bitte das ein, du nimmst bitte das ein. Nicht, dass wir das Geld bräuchten, aber wenn wir das schon mal können, bauen wir hier gleich noch ein Patriot Missile System hin. Und du kannst außerdem da mal das Ding bauen. Spydron haben wir schon? Haben wir schon total. Die ist auch total fertig. Ach ja, genau, die brauchten wir ja nicht. Das war's. Hm. Ach, das ist so eine kleine Drohne und da schießen die jetzt drauf. Okay, fantastisch. Wir können noch ein Krankenhaus einnehmen. Heilen sich dann unsere Einheiten automatisch. Und was kommt da an? Gehört er zu uns? Ja, es ist irgendwie kein richtiges Blau und auch kein richtiges Grün. Ja, grün kann es eigentlich nicht sein, weil die GLA halt einfach mal keine Hubschrauber hat. Oh, die Map wird größer, ich verstehe. Warum ist der jetzt rot? Ja, die machen das schon. Mach doch mal bitte dieses Ding als Headplatte, das kann doch so schwer nicht sein. Danke. Das ist gar nicht in der Ecke, wir müssen noch darüber. Ah, okay. Können wir doch einfach durch den Zaun fahren, oder? Okay, sammelt euch das sonst einfach erstmal da. Jeeps am Start. Wo sammeln? Oh, da kommt ja nicht so viel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zur Sicherheit, falls da oben die Jeeps sich doch noch entscheiden sollten, runterzukommen. Ach, was, Air Support. Eigentlich hätten wir auch locker diese leichte Schräge hier hochfahren können. Ich meine, wir haben immer einen Panzer mit Drohnen, aber naja. Na
to base. Watch for GLA pursuit. Find me a vehicle. Fire it up. How about a show of force? Keep it clean. Armor detail reporting. Bug it up. Heavy armor ready for action. So, steig ein, Junge. Wir haben noch was vor. So, da eiert jetzt nämlich auch schon der erste Tross auf die Basis zu. Und greift da oben meine Öltürmchen an, nur meinetwegen. Die sind mir nun nicht unbedingt wichtig, aber... Greift er den auch noch an und dann haben wir doch Ruhe. Dann fahren wir jetzt mit dem Tross einfach in die Basis zurück und dann sind wir doch fertig, oder nicht? Jetzt kommen von unten noch Einheiten, ja. Natürlich, natürlich. Müssen hier nicht noch mehr sein? Ich kann auch gerade nicht so viele Einheiten verloren haben. Ah, hier. Aber jetzt sind wir auch fertig. Okay. Okay, das war entspannt.